Herzlich willkommen zu einer kleinen Video-Episode für den MOOC Leuchtfeuer 4.0. Wir bearbeiten da ja gerade das Thema Coworking und neue Lern- und Arbeitsräume. Und dazu ist mir aufgefallen, durch ein Interview von Simon bin ich auf dich aufmerksam geworden. Christian Cordes am anderen Ende der Leitung. Herzlich willkommen. Hallo Joachim. Christian. Ich habe eigentlich nur ganz wenig Fragen. Du bist Chef vom Coworking Space Schiller 40 in Wolfsburg. Dahinter verbirgt sich, glaube ich, eine ganz besondere Konstellation, die für uns interessant ist. Was macht ihr da im Schiller 40? Der Schiller 40 ist das kommunale Coworking Space der Stadt Wolfsburg und ist 2011 gegründet und konzipiert worden und dann 2012 letztendlich komplett umgesetzt worden von drei Partnern. Das ist die Neuland, das ist eine städtische Wohnbaugesellschaft, die Wolfsburg AG, eine lokaler Wirtschaftsförderer, 50% Stadtanteil, 50% Volkswagen-Konzern und der Stadt Wolfsburg, die gemeinschaftlich einen Coworking-Space letztendlich ins Leben gerufen haben. Also eine ganz andere Konstellation als normal üblich, wo entweder eine Community sich so einen Raum schafft oder teilweise, wo meinetwegen, sagen wir mal so, Immobilienunternehmen oder einzelne Unternehmen jetzt in dieses Segment gehen. Aber ihr macht ja noch ein bisschen mehr als Coworking, ne? Ganz genau. Also Coworking ist ein Teil, das Vermieten klassisch von Kurzzeitarbeitsplätzen und Räumen für Kreative, Freelancer und Startups. Das ist praktisch die Schnittmenge aus den drei Partnern, die sich über die Jahre herauskristallisiert hat, dass wir dafür einen Bedarf haben in der Stadt und gemeinsam halt diesen Bedarf halt decken und nachkommen wollen als Bündnis und als Partner. Darüber hinaus machen wir, weil ich ja auch städtischer Angestellter klassisch bin in einer Kommunalverwaltung, und wir auch einen Bereich haben, der sich um das Thema digitale Transformation beziehungsweise Digitaltechnologie im Kontext der Stadtgesellschaft auseinandersetzt. Und da machen wir Veranstaltungen, Workshops, Formate, Vorträge, sowas wie eine Smartphone-Schule, wir haben ein Repair-Café und wir haben natürlich nicht nur Coworking im klassischen Sinne, in dem, dass wir Schreibtischarbeitsplätze vermieten und Besprechungsräume und Teambüros, sondern wir haben auch ein kleines FabLab und einen kleinen Maker-Bereich. Wir haben einen 3D-Drucker, eine Elektrowerkstatt, Nähmaschinen, alles, was man so kennt. Was wir halt unseren Coworkern, aber auch natürlich den Bürgern der Stadt zugänglich machen, was sie nutzen können, ganz selbstverständlich, in unserem Gebäudekonstrukt. Also das, was andere in ganz unterschiedlichen Konstellationen machen, meinetwegen Bibliotheken, Coworking oder einzelne Makerspace, das packt ihr alles zusammen. Und seid somit ein, du hast mal genannt, digitaler Hotspot für Wolfsburg. Wieso macht Wolfsburg das? Naja, also für uns steht das Thema Digitaltechnologie in Wolfsburg, ist bei uns ein strategisches Feld. Also die Stadt Wolfsburg hat mit Volkswagen im Dezember letzten Jahres einen MOU, ein Memorandum of Understanding, gemeinsam verabschiedet, wo man die Zielrichtung verfolgt, Wolfsburg fürs digitale Zeitalter fit zu machen und halt auch ein Stück weit Vorreiter im Thema Digitalisierung zu sein. Und ein Themenfeld ist natürlich da auch immer die Fragestellung, wir wollen natürlich in Infrastruktur investieren. Wolfsburg baut ein eigenes Glasfasernetz mit seiner städtischen Telekommunikationstochter, die zu den Stadtwerken gehört, auf und legt praktisch bis an die letzte Meile, bis an die Tür der Bewohner in allen Stadtteilen Glasfaser, sodass wir richtig schnelle Anschlüsse in Wolfsburg haben werden. Aber man sagt natürlich auf der anderen Seite auch, es geht nicht nur um den Bau von Infrastruktur, WLAN, also öffentliches WLAN, Glasfaser etc. pp., sondern es geht auch sehr viel darum, wie wir die Bürger mitnehmen. Also was machen die mit diesen Leitungen? Wie können sie Content generieren? Wie können sie auch mit den zur Verfügung stehenden Technologien gut und sinnvoll umgehen? Welche Möglichkeiten bietet ihnen das? Und dafür haben wir das Schiller 40, was ein Ort ist, wo auf der einen Seite Leute, die mit Digitaltechnologie und Kreativwirtschaft Geld verdienen, und auf der anderen Seite Bürger und Institutionen und Vereine,
die letztendlich sich für das Thema interessieren, Kompetenz erwerben wollen, aber auch einen Ort finden wollen, wo verschiedenste Bereiche und Themenfelder konzentriert sind. Okay, aber eigentlich ist das doch auch Aufgabe anderer städtischer Einrichtungen der Bildung, meinetwegen Bücherhallen, Volksschulen. Arbeitet ihr da zusammen oder seid ihr da sehr unterschiedlich unterwegs? Naja, wir haben Kooperationen, auch was das Repair-Café angeht, zum Beispiel mit der VHS oder halt auch was die Smartphone-Schule angeht mit der Stadtbibliothek. Und auch die Stadtbibliothek macht als Beispiel jetzt konkrete Angebote wie eine E-Book-Reader-Sprechstunde oder ähnliches. Die Volkshochschule macht natürlich auch sehr viel in dem Bereich klassischer Qualifizierung. Computerführerscheine, Excel-Kurse, Bildbearbeitung und. Das sind so klassische Sachen, die würden wir nicht anbieten und bieten wir auch nicht an. Sobald es, sage ich mal, in dem Bereich Zertifizierung und Qualifizierung angeht, sind wir nicht der richtige Ansprechpartner dafür, beziehungsweise da gibt es halt die Volkshochschule, die genau dieses Angebot letztendlich erweitert. Das würde ich auch eher in diesen Bereich, weißt du, so EDV oder so packen. Und bei euch geht es ja um die Anwendung neuer, sozusagen zukunftsträchtiger Technologien, auch im Sinne von Zuhilfenahme von digitalen Tools. Ja. Sozusagen eine digitale Alphabetisierungseinrichtung für die Stadt Wolfsburg. Ich würde es eher sagen als digitaler Muster-Think-Tank für alles, was mit dem Thema zusammenhängt. Vom Thema New Work über 3D-Druck, über Kollaborationstools, wenn wir auf der Software-Seite sind. Wir haben Raspberry Pis, die wir Schulklassen zur Verfügung stellen können fürs Programmieren. Wir sind ziemlich breit aufgestellt und verstehen uns wie so ein digitales Bürgerzentrum, wo sehr, sehr viel stattfindet und vor allen Dingen auf jeden Fall stattfinden kann. Das ist, glaube ich, unser hoher partizipativer Ansatz, dass wir auch mit der Linux User Group und mit anderen Institutionen und Organisationen in der Stadt halt als großes Netzwerk zusammenarbeiten, um Digitalisierung erlebbar zu machen, in die Bevölkerung zu tragen und halt auch zu verorten. Also wenn meinetwegen eine Kreisstadt in der Region sowas wie eine Vorstellung von Zukunft hat und vielleicht sowas in den Mund nimmt wie digitale Agenda, dann braucht es solche Netzwerker wie euch, um das in die Kommune zu tragen. Ist das ein wesentlicher Grund, warum ich meinetwegen einem Bürgermeister sagen sollte, so, das müsst ihr jetzt unbedingt machen? Ich glaube, es ist für das Durchdringen von Digitalisierung in der Gesellschaft ein nützlicher Ort, ein Coworking Space oder ein Digitalinstitut oder wie auch immer, etwas zu haben, wo der Bürger etwas anfassen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Muss ist, aber für Wolfsburg ist es schon seit 5 Jahren so gesehen ein wesentlicher Bestandteil seiner Strategie und seiner Ausrichtung. Und es ist auch ein Ort, der sich bei Bürgern und Institutionen auch etabliert hat, weil wir sehr viele Dinge halt miteinander verbinden können. Wir können Menschen in Kontakt bringen, wir können Angebote generieren. Wir zeigen auch, wie Stadtverwaltung innovativ ist und innovativ sein kann, weil wir, wie gesagt, andersartig Räume haben, Räume gestalten können, Räume bespielen können, Input und Einfluss von externen Partner und Institutionen haben, das fließt ja alles so sternförmig ein Stück weit bei uns zusammen. Und das macht uns schon zu so einer operativen, innovativen, kreativen Einheit, die man vielleicht sonst nicht unbedingt in einer klassischen Verwaltung halt vermuten würde. Weil manche haben ja eher ein Verwaltungsbild des klassischen Verwaltungsbeamten, sehr, sehr stringent, sehr schnöde, sehr uninspiriert. Und wir sind ja genau das Gegenteil, sehr quirlig, sehr inspirierend und vor allen Dingen sehr dynamisch, was auch wieder zur Stadt passt. Wer bezahlt dich? Ich bin städtischer Angestellter mit meinem Team. Also insgesamt noch eine weitere Kollegin, die sich um das Booking und um die Administration kümmert und haben noch eine weitere Kollegin, die im Eventmanagement dabei ist. Und was zahlt die Stadt noch? Die Stadt zahlt die Personalkosten und die Veranstaltungs- und Nebenkosten, die wir ein Stück weit haben. Die Neuland, wie gesagt, ist einer unserer großen Partner, die sich um das Gebäude kümmern und das Gebäude zur Verfügung stellen. Und dann haben wir weitere Partner für projektbezogene Maßnahmen oder halt auch Veranstaltungen, die uns halt auch unterstützen. Aber die beiden großen Anteile
sind tatsächlich die Neuland als städtische Wohnbaugesellschaft und die Stadt Wolfsburg. Und dort sind wir halt konkret verankert bei der strategischen Planung. Und dort gibt es einen extra Bereich, ein Referat, was sich um das Thema Digitalisierung kümmert. Also wir sind praktisch Teil der Digitalisierungseinheit, wenn man es so nehmen will, der Stadtverwaltung Wolfsburg. Christian, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ihr seid wirklich eine Referenzeinrichtung, wenn es darum geht, kommunale Einrichtungen in diesem Prozess der Digitalisierung sozusagen zu beteiligen. Wir werden darüber bestimmt an anderer Stelle nochmal sprechen. Jetzt nochmal die Einladung an dich, in den MOOC Feuer 4.0 zu kommen und mit unseren Teilnehmern über diese ganze Thematik Offenheit, neue Räume, Partizipation, unterschiedliche Modelle zu sprechen. Das ist eine ganz spannende Diskussion gerade. Sehr gerne. Vielen Dank, Christian. Gut. Dann bis bald. Bis bald. Und tschüss.